Für Heike Brandstätter ist Chanten mit anderen Menschen eines der wichtigsten Dinge in ihrem Leben. Freude pur. Und für mich ist es auch Heilung, diese Art von Singen. Ich meine, ich bin jemand, ich habe 24 Stunden, 7 Tage die Woche Schmerzen. Und mir geht's immer besser, wenn ich gesungen habe. Einmal im Monat fährt sie von ihrem kleinen Weiler Grausensdorf im Bayerischen Wald nach München, um dort in einer Kirche zusammen mit ihren Freundinnen Silke und Diana einen offenen Chantabend zu leiten. Heike, was erwartet die Leute heute? Was ist überhaupt Chanten? Chanten ist singen. Einfach singen, einfache Texte, die sich immer wieder wiederholen. Ohne dass man es können muss, ohne irgendeinen Anspruch. Wir wollen keinen Auftritt, wir wollen Spaß haben. In der evangelischen St. Michaelskirche in Lochham ist auch Heikes Ehemann Hans heute mit dabei. Er kann wegen eines Gehirntumors nicht mehr gut sprechen, liebt es aber zu singen. Ihre Assistentin Silke Knute macht die Kasse. Für die Instrumente ist Diana Kohlmüller zuständig. Ich bin nur halb ohne die zwei. Also wir sind einfach ein super eingespieltes Team. Es funktioniert genial, ohne Worte eigentlich. Und es gibt mir auch Sicherheit. Einfach zusammengewachsen, richtig enge Freundschaft ist das. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Darf ich euch einladen? Kommt hoch zu uns. Ich möchte jetzt gern mit euch ein Lied von Wolfgang singen. Ohne ihn wären wir hier nicht zusammen, das muss man einfach sagen. Er hat vorher schon 10 Jahre hier gesungen und jetzt darf ich mit euch hier weiter singen. Er fehlt. Der Münchner Arzt und Klangtherapeut Wolfgang Friedrich hat einen großen Chant-Singkreis in München aufgebaut. Nach seinem Tod 2020 übernimmt seine Assistentin Heike Brandstätter die Leitung des Klangheilzentrums. Seitdem führt sie auch die Ausbildung zum Singkreisleiter fort. Ohne ihn wären wir nicht hier. Er hat das alles aufgebaut und war mein großer Lehrer, bester Freund und unserer. Und ja, wollen wir das noch mal singen? Lass uns den Augenblick leben. Lass uns den Augenblick leben. Der Text ist einfach und alle können gleich mit einstimmen. Die gemeinsame Freude am Chanten führt hier jung und alt zusammen. Und für Heike war die Begegnung mit Wolfgang Friedrich eine echte Befreiung. Das, was er da gemacht hat, hat mir das Leben gerettet. Ich war gefangen in einer Schmerzspirale damals. Ich hatte akute Bandscheibenvorfälle, Nervenschmerzen in beide Beine. War schon lange in Behandlung, auch im Krankenhaus mehrere Tage. Und nichts hat geholfen. Und ich war verzweifelt ohne Ende. Und dann bin ich auf Umwegen im Klangheilzentrum gelandet. Und war fasziniert von dem Singen, was da passiert. Und schon beim Heimfahren habe ich gemerkt, da ist jetzt was anders. Weil ich dachte wirklich, ich mache Schluss mit meinem Leben, weil diese Schmerzen waren unerträglich. Und dieser Gedanke war weg nach diesem Abend. Die Kraft des Chantens beflügelt Heike bis heute. Bei Wolfgang in der Ausbildung lernte sie ihre heutigen Mitstreiterinnen Diana und Silke kennen. Alle drei lieben diese Chant-Sessions. Es ist wirklich Heilung von innen und außen. Ich finde es klasse. Ich schaue so gerne in die lachenden Gesichter rein. Strahlen und ich strahle genauso. Alltag vergessen, singen, Freude haben. Mehr braucht man nicht. Ich liebe auch einfach so diese Dynamik, so in Bewegung kommen, in Schwung kommen und wie dann alle das einfach toll finden. Daheim in ihrem Haus namens Heilweide mit Stadel und großem Garten finden oft Chant-Workshops statt. Hier wohnt sie mit Ehemann Hans, der durch seinen Gehirntumor eingeschränkt ist. Im gleichen Haus wohnt auch die Freundin Micha und Hund Azuka. Wie packt Heike ihre vielen chronischen Krankheiten, die auch das Übergewicht auslösen, und die schwere Erkrankung ihres Mannes? Wenn jetzt gerade meine Augen spinnen, wenn ich Noten lesen soll oder ich wieder nicht laufen kann
Und irgendwie geht's dann immer. Das Schöne ist halt die Gemeinschaft. Ja? Das, was Diana und Silke beim Chanten sind, ist die Micha hier für mich. Das ist eigentlich immer Schwestern im Herzen. Wenn ich weiß, ich bin außer Haus mit der Arbeit, dann weiß ich, sie ist da und kümmert sich um den Hans. Und nur so funktioniert's im Team. Und das hilft, zu wissen, ich bin nicht allein. Zudem kommen viele Gäste zu ihr auf die Heilweide, um neue Tänze und Chants kennenzulernen. Alle gucken auf mich oder auf die, die es vormachen. Also das ist so das Einzige beim Chan, wo ich sage, braucht man ein bisschen Durchsetzungskraft, aber es lohnt sich, wir haben so viel Spaß. Heike weiß, wie sie die Workshop-Teilnehmer anleiten muss. Schon viel schöner. Ich hätte nur gleich gerne die gleiche Singhöhe. Ja, genau. Mache Kule, Mama Basilie. Mache Kule, Mama Basilie. Mache Kule. Gar nicht so einfach, versetzt zu singen und gleichzeitig die richtigen Schritte und das Klatschen hinzubekommen. Aber das trainiert das Gehirn, macht gute Laune und hat auch viele andere positive Auswirkungen. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, das ist der eine Teil, wo man feststellt, dass Hormone freigegeben werden im Körper, die entzündungshemmend wirken, die den Blutdruck senken. Das Oxytocin wird ausgeschüttet, das Kuschelhormon. Also das ist wissenschaftlich erwiesen und es wirkt schmerzlindernd, holt die Leute aus Depressionen. Und auch Panikattacken verschwinden beim Chanten. Heike begleitet dieses Mantra mit dem indischen Harmonium. Die kurzen Textzeilen werden immer wieder und wieder gechantet. Und von Mal zu Mal steigert sich das Ganze und alle gehen mit, erleben die Musik mit Stimme und Körper. Auch wenn viele Lieder die göttliche Kraft besingen, sind das hier keine religiösen Spinner. Die Menschen machen beim Chanten eine sinnliche Erfahrung, die man selbst erleben muss, um zu wissen, was es in einem bewirken kann. Wir streifen schon die ganze Welt eigentlich mit diesen Liedern. Wir gehen nach Afrika, nach Indien. Wir singen aus der eigenen Kultur Lieder. Aber ich glaube nicht, dass man da religiös sein muss. Also ich singe zum Beispiel unendlich gern TC. Geht ganz tief rein. Aber ich würde mich nicht als religiös bezeichnen. Als spirituell, als offen. Und das reicht. TC, das sind religiöse Gesänge, die im französischen TC-Kloster entstanden sind. Hier mehrstimmig gesungen, mit viel Herz. Es ist heiß geworden im Stadel. Die ganze Gruppe geht zum Chanten in den Druidenwald nahe Saldenburg. Ein mystischer Ort mit großen, moosbewachsenen Felsen. Begleitet von Heikes Flötenklängen besuchen ein Paar das steinerne Kirchlein. Ein kleiner Raum inmitten der großen Felsblöcke mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Also so am Ende, wenn es dann ganz vorbei ist, ist man nur noch glücklich, erledigt, aber glücklich. Man sieht die glücklichen Gesichter und es macht zufrieden. Es ist nur schön. Mit Chanten die Schöpfung und das Leben feiern und sich einfach nur wohlfühlen.